Lars, was war als Kind oder Jugendlicher dein Traumberuf? Also tatsächlich wollte ich eigentlich Fußballer werden, aber da gab es nur zwei kleine Probleme, das war das linke und das rechte Bein. Was hat dir kürzlich in deinem Beruf Freude bereitet? Besonders viel Freude bereitet hat mir gerade, dass wir ein eigenes Maskottchen, einen eigenen Walking Egg kreiert haben, den wir ganz, ganz toll Baumi nennen. Und Baumi war auf dem Festival und hat dort Pfandbecher gesammelt und innerhalb eines Tages über 1000 Euro an Pfandbechern gesammelt. Und das sind die kleinen Dinge, die einem irgendwie nicht wehtun, die Freude bereiten. Wir haben ganz viele tolle Bilder von Baumi gesehen und das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Welcher berufliche Ratschlag war für dich hilfreich? Es waren viele Ratschläge, aber am Ende muss ich sagen, dass die meisten Erfahrungen ich doch selber gemacht habe. Und es gab nicht diesen einen Nonplusultra-Ratschlag, so, ey, mach auf keinen Fall das. Eine Sache, die ich mal erfahren habe, ist, kündige den alten Job erst, wenn du den neuen hast, damit du den Vertrag wirklich auch liegen hast. Und am Ende habe ich es dann doch nicht gemacht. Und kenne jetzt auch einige Leute, die es nicht gemacht haben. Und ich glaube, jeder muss sich seinen Weg so ein bisschen rauskitzeln. Und das Nonplusultra ist einfach nur, sei fair, sei offen, sei ehrlich, sei transparent. Und dann sind die Leute auch genauso zu dir. Hast du ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto habe ich nicht so direkt so jetzt Carpe diem oder so weiter, aber ich lebe doch schon sehr, sehr stark danach, dass ich sehr, sehr viel Spaß haben möchte und glaube auch über Spaß, dass der Erfolg kommt. Also nicht zu verbissen sein, zwar seine Ziele verfolgen, gar keine Frage, aber jetzt nicht irgendwie genau dieses eine. Was treibt dich an und was ist dein ultimatives Ziel? Mich treibt an, Gutes zu tun, darüber zu sprechen, Spaß zu haben. Und das ultimative Ziel ist es, Aktion Baum zu einer riesig großen Organisation zu bauen, eine riesig große Plattform zu sein, wo jeder unterstützen kann, monetär, zeitlich und mit Know-how, wie auch immer. Wollen wir Aktion Baum richtig groß wachsen lassen, damit wir dem Wald, dem heimischen Wald, helfen können. Welchen Wert hat der Wald für unsere Gesellschaft? Der Wald hat einen riesig großen Wert für unsere Gesellschaften. Es ist jetzt nicht rein nur das Naturerholungsgebiet, wo wir jetzt mal eben hingehen, wo wir mit dem Hund spazieren oder so, sondern es geht einfach darum, dass wir Bäume haben, die eigentlich ja Maschinen sind, und zwar die CO2 speichern, die wir so dringend brauchen für den aufkommenden Klimawandel. Und deswegen hat der Wald eine riesig große Bedeutung. Der Wald hat in den letzten Jahren viel an, ja, Stellenwert irgendwo verloren. Und wir arbeiten dafür, dass man den Wald wieder, ja, mehr wahrnimmt und mehr wertschätzt, weil das eine unheimlich große Power ist, die ein Baum oder viele Bäume und dementsprechend ein Wald mit sich bringen. Warum sollte ich mich für Aktion Baum engagieren? Also erstmal, man muss sich gar nicht für Aktion Baum engagieren. Wenn man das machen möchte, ist man herzlich eingeladen. Wir sind so ein bisschen anders als, ich sage mal, viele andere Organisationen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir in Hamburg langlaufe, dann kommt da alle 3, 4 Wochen Greenpeace und hält mich an und sagt, hey, hier, stopp mal und so weiter. Und genau so wollen wir nicht sein. Wir wollen sagen, wer uns unterstützen möchte, darf das gerne tun. Das kann mit Zeit sein, mit Geld, mit Spenden, mit Know-how, wie auch immer wir unterstützt werden, ist alles fein. Einfach bei mir, bei uns melden, über LinkedIn, über unsere Webseite kann man uns gerne unterstützen. Ja, oder auch mit der Firma, mit der eigenen Firma, als Angestellte in der Firma eine Pflanzaktion zu machen, dass wir mit den Kollegen vor Ort in den Wald gehen und pflanzen, um diesen Wald erlebbar zu machen. Denn alle, mit denen wir einmal gepflanzt haben, alle kommen wieder. Edelmut. Finde ich gut.